Ja, Rotang hat wieder gekämpft bei der letzten ONE FC-Veranstaltung. Er hat diesmal gegen Smith gekämpft. Logischerweise muss ich darauf reagieren als Rotang-Fan. Ich muss sagen, dass er einige technische Verbesserungen gemacht hat. Er hat wesentlich disziplinierter gekämpft. Der technische Aspekt war diesmal deutlich höher als sonst. Er kommt ja auch oft mit der Brechstange durch. Er weiß, er hat ein krasses Kinn. Wir werden uns genau diesen Kampf jetzt einmal anschauen. Ja, Rotang versucht direkt, ihn niederzulaufen und seine Distanz zu finden. Ist typisch für ihn. Er ist nicht ein Kämpfer, der viel rückwärts läuft, sondern der eigentlich mehr seinen Gegner direkt in der Boxdistanz kämpft. Kontert schön ab mit den Low Kicks, diesmal Inside Low Kick. Bleibt aber in der Distanz, um die ganze Zeit attackieren zu können. Also er geht nie unnötig weit raus. Wer Smith ein bisschen verfolgt hat, das ist auch ein ganz schön harter Knüppel auf jeden Fall. Der ist zäh wie Leder, der Typ, der läuft auch nur vorwärts. Auch wenn sein Gesicht nicht mehr so gut aussieht. Also ich habe ein paar Kämpfe von ihm gesehen, die sehr hart waren. Das ist auf jeden Fall, der kommt auch zum Kämpfen. Diese linke Haken-rechter Low-Kick-Kombination von Rotang ist einfach unnormal explosiv. Schöner linker Haken. Und immer wieder stört er mit diesem linken Inside-Low-Kick. Schafft sich Platz mit dem linken Front-Kick. Mir würde gefallen, wenn Smith keine Pause zwischen der Kombination von dem Jab-Low-Kick und dem linken Haken machen würde. Ich denke, seine Chancen wären deutlich höher, mit dem linken Haken zu connecten, wenn er direkt nach dem Low-Kick mit dem linken Haken resetten würde und nicht schauen würde. Jetzt traden die Low-Kicks. Ja, Smith telegrafiert es ein bisschen, wenn er mit diesem linken Haken kommt. Seine rechte Hand geht kurz ein bisschen runter. Das hat Rotang jetzt schon registriert, glaube ich. Rotang kommt super gerne mit der Initiation der linken Hand. Das heißt, linker Uppercut, linker Haken und dann mit der rechten Overhand oben drüber. Und hat damit sehr guten Erfolg in all seinen Kämpfen. Schöner linker Front-Tip. Schöner Low-Kick. Und reagiert direkt mit dem Head-Movement danach bei dem Reset, um den linken Konterhaken zu eliminieren. Jetzt fangen die Ellbogen an. Ja, wie The Voice schon sagt, er ist wesentlich technischer, wie er vorgeht, hat ein besseres Distanzgefühl, läuft nicht sinnlos nach vorne, sondern hat wirklich eine gute Übersicht, gefällt mir sehr gut. Er hat in diesem Kampf nicht viel genommen. Ist natürlich immer sehr verlockend für einen Kämpfer, der ein gutes Kinn hat, ja, sich einfach nicht drum zu kümmern, nach vorne zu laufen, wenn du nicht anfällig für Cuts bist oder keine krassen Bläsuren bekommst. Ist es natürlich auch sehr ernüchternd für den Gegner, wenn du trotz harter Schläger und Kombinationen die connecten weiter nach vorne läufst. Und das war ja in vielen Kämpfen von Rotang der Fall. Schöne rechte Overhand. Und er kommt immer wieder durch die Mitte mit diesen Ellbogen durch. Man sieht ja schon an dem Verhalten von Smith, dass er ein bisschen zurückhaltender ist. Er hat auf jeden Fall Respekt von der Power und vor allem von den Kombinationen von Rotang. Es ist relativ schwierig in einem Kampf sozusagen zu adaptieren und zu verstehen, was du brauchst. Eine sehr gute Ecke, die dir sagt, okay, mach das, mach das, mach das. Für einen Gegner, der die ganze Zeit vor dir kämpft, dich niederläuft und mit so guten Kombinationen connected, ist es extrem schwierig zu adaptieren. Also das heißt, Smith hat auf jeden Fall hier großen Respekt von Rotang und hat man ja gerade am Cage gesehen, wo diese lange Kombination gelandet hat. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er eingeschüchtert oder irgendwas ist. Er versucht einfach nur ein Mittel zu finden, ja, mit dem er dem Ganzen entgehen kann. 10 Sekunden noch und kommt wieder mit diesem rechten Ellbogen durch. So schön diese Kombinationen, wie er Körper- und Kopftreffer zusammensetzt und diese Kombinationen einfach zusammenbaut und damit oft gut connected. Rotang sieht einfach aus, als ob er gerade aus dem Café gekommen ist, vom Kaffee trinken. Er schwitzt nicht mal, er ist phänomenal. Damit auch ihr im Training richtig Gas geben könnt, schaut bei ESN vorbei. Der Crank Booster kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ist ein geiles Supplement, nämlich als Pre-Workout Booster. Hat Koffein und Theanin enthalten. Wirkt belebend, aber macht nicht einen zu krassen, dass man unruhig wird im Training. Man hat einen geilen Fokus. Und natürlich das Ultra Pur Kreatin. Jetzt in der Periodisierung nach dem Kampf nehme ich wieder Kreatin, um einfach meine Muskelversorgung und meine Hirnleistung. Es gibt viele Studien über Kreatin, dass es einfach ein Benefit für den Körper ist und für den Muskelerhalt. Schaut vorbei, mit dem Code T800 könnt ihr auf beide Produkte mindestens 10% sparen. Schaut auch bei Kunpon vorbei. Das ist zum Beispiel ein geiler Pulli von Adidas hier, ziehe ich sehr gerne zum Training an. Es gibt natürlich unendlich viele weitere geile Artikel bei Kunpon. Boxsäcke, Schienbeinschoner, alles was das Kampfsportherz und Sportlerherz begehrt. Mit dem Code T800 könnt ihr 10% sparen.
Es gefällt mir sehr gut, wie Smith mit dem Teep, mit dem Feint Teep arbeitet. Ich denke, dass er das weiter forcieren sollte. Er hat es in der ersten Runde am Anfang auch schon gemacht und Rotang reagiert darauf. Das ist ein gutes Setup einfach, um vielleicht mit den Händen wieder zurückzukommen oder nach dem Teep dann wirklich zu kicken. Es friert leider, in der ersten Runde ist es leider ein bisschen eingefroren, nachdem Rotang dann sehr oft connected hat. Man kommt natürlich von seinem Gameplan bzw. von seinen Finden ab, wenn man getroffen wird. Ja, dafür hat man dann eine Ecke am Ende des Tages, die einem sagt, ey, mach weiter damit, weil die Ecke sehen sollte, dass das funktioniert und dass es ein gutes Setup ist in dem Moment. Puh. Ja, Rotang ist im Thai Clinch auch extrem stark, hat eine krasse Balance, hat man auch in dem Mighty Mouse Kampf gesehen, also das ist nicht einfach, ihn irgendwie im Thai Clinch zu werfen. Und jetzt, wo ich sag, wirft Smith ihn direkt im Thai Clinch, sehr geil. Ja, dieser Front-Side-Kick gefällt mir auch extrem gut, ist einfach geil. Schöner linker Ellbogen, Thai Sweep und wieder Ellbogen durch die Mitte. Die rechten Ellbogen sind sehr stark. Jedes Mal, wenn Smith mit der linken Hand attackiert, den linken Haken verfehlt, kommt dieser rechte Ellbogen-Konter mit dem Step rein. Schöner Thai Sweep, brutal. Schöner linker Ellbogen. Dieser Block feint und dann über die obere Außenbahn kommt dieses phänomenal. Ja, Smith trifft auch mit Ellbogen. Er nimmt sich jetzt ein Beispiel an Rotang. Das Payback. Also erste Runde würde ich ganz klar für Rotang 10-9 geben. Zweite Runde auch für Rotang 10-9. Kann Smith nur noch mit einem Knockdown gewinnen, mit einer 10-8 oder das, beziehungsweise nicht gewinnen, dann wäre es ein Draw oder dass er Rotang ausknockt. Ich muss ganz kurz den Reiz umher. So, Runde 3 beginnt. Starten wir mit dem Frontkick. Die Härte, mit der Rotang hier connected, ist auf jeden Fall, bringt eine gewisse Brutalität mit sich. Sieht man ja auch an Smith seinem Gesicht. Aber ist geil, Smith gibt einfach nicht auf. Smith versucht zu adaptieren, läuft weiter nach vorne, versucht seine Kombinationen abzuarbeiten. Ja, er kämpft halt einfach gegen einen wirklich extrem technisch starken Rotang mit einer krassen Übersicht und einer guten Geduld. Ja, Respekt von Rotang. Smith ist immer noch wütend. Es ist halt einfach für manche Kämpfer schwer zu trennen, dass du dich gerade versucht hast, wirklich zu gegenseitig zu filetieren. Und im nächsten Moment kniet derjenige vor dir und du sollst ihm Respekt entgegenbringen. Ist ja eine Extremsituation auch für viele Menschen. Mich ist immer wichtig, wie gesagt, dieser Spirit, der Respekt, den man voreinander hat, als Athlet, als Mensch. Jetzt näht Rotang noch den Cut von Smith und dann sind alle wieder glücklich. Rotangs Frisur hat auf jeden Fall auch eine neue Haarfarbe. Jetzt ist dieses Gelb-Rot oder Gold-Rot. Fehlt nur noch Schwarz. Dann ist die deutsche Flagge. Sehr geil. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Sehr geiler Kampf.